Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Video werden wir uns mit NFTs beschäftigen. Und zwar ist das ein Talk, den ich letztes Jahr bei der ZKB gehalten habe. Es ist aber immer noch aktuell und zeigt auch, wie man praktisch so ein NFT deployen kann. Das heißt, hier noch einmal ein Deep Dive in Remix, Solidity, Ethereum und dann haben wir alle wichtigen Konzepte von ERC20 zu ERC721, was hier dieser NFT ist. Und wir haben uns heute auch ganz kurz die Governance und DAOs angeschaut und die Governance Contracts. Und zwar gab es vor mir noch einen Talk, respektive zwei Redner, die haben dann erklärt, was Smart Contracts sind. Ich habe dann das nochmals aufgegriffen. Und zwar sind Smart Contracts Programme, die in einem Blockchain-Kontext aufgerufen werden. Das heißt, sie können Daten aus der Blockchain lesen. Und das Ausführen ist dann Teil des Konsensus-Algorithmus. Dazu komme ich später in der Vorlesungsreihe noch dazu, was es genau ist. Wichtig hier zu wissen ist, dass es ganz viele Validatoren und Knoten auf dieser Welt gibt, die Ethereum, also die Chain am Laufen haben. Da können wir uns mal hier ein paar Statistiken anschauen. Hier sieht man, wie viele Knoten das es gibt. 5200 Knoten. Da ist noch aufgeteilt, welche Knoten, welche Software läuft. Wichtig ist, dass jeweils, wenn die Programme dieses Smart Contracts ausgeführt werden, dass jeder einzelne dieser Knoten auf das gleiche Resultat kommt. Das ist extrem wichtig, weil wenn man nicht aufs gleiche Resultat kommt, kann man es nicht abgleichen, dann weichen die Daten innerhalb von einem Block ab und das geht natürlich nicht. Das heißt, jeder muss den Block nachrechnen können und das funktioniert nur, wenn alle das gleiche rechnen. Das heißt, was es dann zum Beispiel nicht gibt, sind Zufallszahlen. Also gibt es schon, also man kann mit Zufallszahlen rechnen, man muss aber andere Mechanismen einführen. Dazu werde ich auch noch in der Vorlesungsserie dazu etwas sagen. Aber das Programm muss deterministisch sein, das heißt, es muss immer auf das gleiche Resultat, jeder Knoten muss das gleiche Resultat ausrechnen. Und auch zum Beispiel System.Current Time in Millis funktioniert nicht, weil in einem verteilten System haben wir auch keine globale Zeit. Das heißt, dort hat man gewisse Einschränkungen und jeder dieser Knoten muss das gleiche jeweils ausrechnen. Nun gibt es dedizierte Programmiersprachen für Smart Contracts. In diesem Beispiel werden wir uns Solidity anschauen. Solidity, das ist eine Sprache, die sieht jetzt ähnlich wie JavaScript aus, hat noch ein paar Konstrukte von Java, also respektive objektorientiertem drin, werden wir uns dann ein bisschen genauer noch ansehen. Es gibt andere Sprachen, Mikkelsen von der Tezos Chain, Chaincode von Hyperledger, Viper, ist ebenfalls eine Programmiersprache, die zu Ethereum-kompatiblen Code kompiliert werden kann. Und Plutus, das ist eine Sprache, funktionale Sprache nahe bei Haskell. Daneben gibt es noch Sprachen oder Blockchains, die haben sich gesagt, wir nehmen jetzt einfach die Programmiersprachen und schränken diese Programmiersprachen ein, weil eben Zufallszahlen gibt es nicht, auf die Systemuhr kann man nicht zugreifen, man kann dann auch kein Netzwerk-Request machen, also es ist alles eingeschränkt, aber die haben gesagt, okay, zum Beispiel Nio, wir nehmen C#, wir nehmen Java und kompilieren es dann zu dem, was wir brauchen. Bei Solana gibt es Rust oder noch generischer, zum Beispiel bei Polkadot oder Definity, die beherrschen oder die können mit WebAssembly umgehen. Und man kann mittlerweile relativ viele Sprachen nach WebAssembly kompilieren.
Das ist ein Beispiel von Solidity, ganz ein einfaches Beispiel. Das ist ein Notariatscontract, das ist ein lauffähiger Contract. Den zeige ich immer wieder gerne in der Vorlesung. Der sieht wie folgt aus. Hier haben wir, ich mache es ein bisschen größer, hier haben wir den Contract, das sieht ein bisschen wie JavaScript aus. Hier speichern wir dann unseren State Mapping von einer Adresse auf ein 256-Bit Datenfeld zu einem Timestamp. Also das hat die gleiche Größe, Bytes 32 und Unit 256. Das ist eine Zahl und das wird ein Hash sein. Und wir können das Ganze speichern. Das heißt, wenn wir Store aufrufen, kann eigentlich jeder hier eine Hash abspeichern. Das wird dann in diesem State hier gespeichert und das besagt dann, dass dieser derjenige, der es aufgerufen hat, die Hash, das kann von einem Dokument sein, das heißt, damit kann er belegen, dass er zu diesem Zeitpunkt im Besitz dieses Dokumentes war, und wir speichern die Block.timestamp ab. Das ist nicht die Systemzeit von einem Node, aber das ist die Zeit, welches der Miner dem Block gibt. Das heißt, wenn ein Miner meint, dann hat er auch eine Zeit. Die kann er dann quasi vorgeben, hey, das ist meine Timestamp, und die Smart Contract Programme können das dann brauchen. Und beim Nachrechnen, der Block, der wird dann immer einen Zeitstempel drin haben. Das heißt, derjenige, der es nachrechnen möchte, kann dann diesen Zeitstempel nehmen und schauen, ob er zum gleichen Resultat kommt. Und fürs Verifyen, da gibt es eine weitere Methode, das ist hier mit View gekennzeichnet. Das heißt, hier verändern wir den State nicht, hier speichern wir nichts ab, sondern greifen nur lesend zu. Und da machen wir nichts weiter, als wir greifen auf diese Variable hier zu, mit dieser Adresse und dem Hash. Und wenn jetzt 0 zurückkommt, dann wissen wir, es ist nicht gespeichert. Und wenn dann eine Zahl größer 0 zurückkommt, dann wissen wir, diese Adresse hatte zu einem gewissen Zeitpunkt, den wir hier zurückgeben, diese Hash abgespeichert. Das ist ein einfacher Notariatscontract, und auch kurz vorneweg, also ihr könnt gerne auch hier dieses Repo anschauen, das sollte noch lauffähig sein, obwohl es auch schon ein bisschen älter ist. Ich habe sicher auch schon ein paar Versionen, die noch upgedatet werden müssen. Aber ihr könnt das gerne mal anschauen. Ich habe hier noch ein Frontend dazu gemacht. Das Ganze habe ich in Vue entwickelt. Und das funktioniert so, indem wir hier einen Webprovider haben. In dem Fall wird das MetaMask sein, dazu später auch noch mehr. Und mit dem können wir, also dieser Provider ist dann eine Bridge vom Browser zum Ethereum-Netzwerk. Das ist ein Web3-Provider. Das heißt, ich habe meinen Browser, den Web-Provider, das bietet mir eine Art Gateway an. Das heißt, ich kann aus dem Browser per JavaScript über diesen Gateway, kann ich dann Blockchain-Aufrufe machen. Hier habe ich die Contracts, Read-Only, Read-Write, und was ich hier mache ist, hier rufe ich Verify auf und hier rufe ich Store auf, und das ist das ganze Frontend. Gut, so viel zum Beispiel. Das werde ich noch ausführlicher zeigen. In diesem Talk habe ich es ganz kurz angerissen. Die Frage ist, wie können Drittparteien oder andere Plattformen mit Smart Contracts überhaupt umgehen? Wie zum Beispiel, es gibt natürlich noch andere, das ist jetzt SushiSwap, es gibt noch natürlich Uniswap und PancakeSwap und ganz viele Swaps, wo man dann Kryptowährungen traden kann. Und die Frage ist, wie weiß dann diese Plattform, wie sie welche Kryptowährung traden kann? Und die Antwort darauf ist, es braucht Standards. Also entweder man baut alles selber. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Das heißt, ich habe den Smart Contract entwickelt. Das ist dieser hier.
Nein, dieser hier, dieses Smart Contract. Und damit kann ich zum Beispiel über MetaMask kann ich dann direkt die Funktionen hier aufrufen, wie Verify oder Store. Das heißt, ich weiß, dass es Verify heißt, ich weiß, dass Store heißt und dementsprechend kann ich es aufrufen. Wenn man das aber nicht weiß, dann braucht es Standards und die sind ähnlich wie jetzt Interfaces in Java. Hier ein Beispiel in Java, ein ganz normales Interface. Wir haben eine Methode getType, die gibt nichts zurück. Public, das braucht es auch nicht, weil ein Interface ist meistens immer public, also ist immer public. Und ein Interface in Solidity sieht eigentlich ähnlich aus. Man definiert es auch mit Interface, hat hier eine Function, ähnlich wie halt JavaScript. Und kann dann definieren, es braucht die Funktion Count. Das ist, wie man darauf zugreifen kann. Extern, das heißt, nur von außen kann man darauf zugreifen. View heißt, man greift nur lesen zu. Und es wird ein unsigned integer zurückgeliefert. Und von diesen Interfaces, Standards, gibt es ganz viele. Und zwar wird das gesammelt im Ethereum Request for Commons. Das ist hier. Da gibt es ganz viele Standards. Und der wohl berühmteste Standard, das ist ERC20. Das ist der Token-Standard. Mit dem kann man seine eigene Kryptowährung erstellen. Und zwar muss man hier eben diese Regeln beachten, welche Funktionen man implementieren muss. Und zwar sind das ist optional, wird aber meistens immer gemacht. Symbol ist optional, Decimals ist auch optional. Was es aber drin haben muss, ist der Total Supply, Balance Off, das heißt, welche Adresse wie viel Geld drauf hat. Man muss die Tokens transferieren können zu einer Adresse mit einem gewissen Wert. Transfer from, dass jemand anders für einen die Tokens transferieren kann, und damit das funktioniert, muss man natürlich die Adressen approven, die das machen dürfen. Das macht man mit der Approve-Methode, und mit Allowance kann man dann abfragen, wer wie viel transferieren darf von einem bestimmten Account. Events, die müssen auch implementiert werden, also müssen nicht implementiert werden, aber sollten implementiert werden, sobald ein Transfer stattgefunden hat oder sobald ein Approval stattgefunden hat, muss man diese Events triggern oder Events emitten. Das ist so ein Standard. Wenn man sich daran hält, dann weiß SushiSwap, wie man diesen Token dann auch transferieren kann, und man kann seine TGTs, das ist zum Beispiel der Tor Wallet Governance Token, den wir gemacht haben, kann man zum Beispiel zu Ether tauschen oder zu einer anderen Kryptowährung tauschen. Gut, so viel zu den Standards. Wir werden uns in diesem Beispiel, oder was ich gezeigt habe bei der ZKB, ist das Erstellen von einem NFT, und NFT, das ist definiert im ERC 721. 721, das kann man hier nachlesen. Non-Fungible Token Standards, ganz kurz NFT. Und hier sieht man auch schon die Funktionen, die implementiert werden müssen. Hier wieder diese Events, dann Balance of, Owner of, Safe Transfer. Transfer from, approve, da müssen ein paar mehr implementiert werden, aber wenn man das implementiert, dann wissen Drittplattformen, wie man mit NFTs oder mit diesem NFT dann umgehen kann. NFT, wie gesagt, steht für Non-Fungible Token, eine gute Übersicht natürlich auch wie immer bei Wikipedia. Und NFT ist ein Token, der ist einzigartig, also fungible heißt ersetzbar. ERC20 sind zum Beispiel fungible Tokens, und nicht fungible Tokens heißt, jeder Token ist einzigartig. Das heißt, wenn ich einen Token besitze vom gleichen Contract und jemand hat einen anderen Token von ebenfalls vom gleichen Contract, aber mit einer unterschiedlichen ID, dann sind die unterscheidbar.
Das ist bei Kryptowährungen ja nicht der Fall. Also wenn man jetzt einen Bitcoin hat, jemand anderes hat einen Bitcoin, schickt mir einen Bitcoin, habe ich zwei Bitcoins und dann kann man die nicht mehr auseinanderhalten. Das ist eben ersetzbar und non-fungible heißt, dieser Token, dieser bleibt eindeutig und kann auch nicht kombiniert werden und ist auf der Blockchain so gespeichert. Bei Ethereum ist der Identifier, kann eine Hash sein, weil wenn wir hier zurückgehen und sagen und schauen, was ist die Token-ID? Token-ID ist eine Zahl, 256 Bit, das sind 32 Byte, das ist zum Beispiel gerade der Output einer SHA-256 Hash, das heißt, man könnte zum Beispiel jetzt irgendein File nehmen und eine SHA-256 machen, von irgendwie temp, whatever, Nextcloud Crash, Log, das ist dann diese 256-Bit-Zahl und das könnte zum Beispiel als Identifier für diesen NFT verwendet werden. Mit dem NFT kann man beweisen, dass man der Besitzer ist, aber dass die digitale Datei, die kann natürlich immer noch kopiert werden, die ist dann nicht geschützt. Das heißt, man kann es vervielfältigen, aber mit dem NFT kann man eben zeigen, dass man der Besitzer ist. Und es gibt auch einen Marktplatz für NFTs. Das ist OpenSea, das ist diese Plattform hier. Da sieht man, was gerade am Trenden ist. Nakamigos, Cloaks, was auch immer das ist. Die haben einen Floor Price, das sind irgendwelche Ninjas, farbige, bunte Ninjas. Die kann man kaufen für fast 0,07 Ethers. 0,07 Ethers to USD, das sind ungefähr 110 Dollar, ein Schnäppchen sozusagen, kann man sich diese NFTs kaufen, wenn man möchte. Und OpenSea kann diese NFTs transferieren, kann sie anzeigen, weil eben diese Standards bei diesem NFT eingehalten werden. Das heißt, man kann NFTs auflisten. Es gibt eine URL hinter einer NFT, dort ist wahrscheinlich ein Bild hinterlegt, das kann man dann wieder anzeigen. Und dann kann OpenSea kann das anzeigen. Man kann es dann auch direkt hier kaufen. Da muss man sich wieder mit MetaMask verbinden. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine Brücke zur Ethereum-Blockchain. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte mich mit dem verbinden. Connect with MetaMask. Connect. Da muss ich noch irgendwelche Terms and Conditions. Switch Network. Ja, ich habe eh kein Geld drauf. Signature Request, OpenSea, können Sie haben. Gut. Checkout MoonPay. Und da sieht man auch schon den Preis. Für 110 Franken könnte ich jetzt diesen NFT kaufen. Mache ich natürlich nicht. Aber genau damit kann sich diese Seite eben mit der Blockchain verbinden, mit meiner Wallet und kann den Transfer tätigen und kann mir dann diesen NFT schicken. Gab es einen regelrechten NFT-Hype. Dort wurde dieser CryptoPunk für fast 12 Millionen US-Dollar verkauft. Das sind 24 mal 24 Pixel. Ich habe es mal ausgerechnet. Pro Pixel hat man ungefähr über 20.000 US-Dollar bezahlt. Das waren eben die Zeiten, wo jeder NFTs haben musste. Und was man heute in den Medien liest, das werde ich auch noch in den News berichten,
sind solche Headlines, 95% aller NFTs sind wertlos. Das heißt, wenn man viel Geld 2001 investiert hat, dann hat man relativ viel Geld verloren. Bei Ethereum, wenn man etwas auf der Ethereum Blockchain entwickeln möchte, dann empfiehlt sich immer ein Blick auf Open Zeppelin. Open Zeppelin, die haben Contracts, auf denen man aufbauen kann. Das heißt, sie implementieren die Standards und man kann die Funktionalität dann extenden. Eben Solidity, ich habe gesagt, eine Mix aus objektorientierter Sprache. Das heißt, man kann dann auch diese Funktionen, die vorgegeben werden, überschreiben und seine eigene Funktionalität reinprogrammieren. Und die haben ganz viele Contracts, also sich mal die Standard-Contracts ERC20, 721 plus noch ein paar mehr. Was sie auch noch haben, ist fürs Voting, Governance, da kann man sich seinen DAO zusammenklicken. Und wenn man etwas implementieren möchte und es bereits eine Basis bei Open Zeppelin gibt, dann empfehle ich das zu verwenden. Das werden wir auch gleich machen und hier sehen wir, das ist unser ERC721, das heißt ein NFT. Da muss man nicht viel entwickeln, weil eben alles Magic-mäßig hier in dieser ERC721.SOL-Referenzimplementation schon implementiert ist und man kann es wieder verwenden. Gut, zum Entwickeln. Ich verwende Remix. Es gibt Möglichkeiten, bei IntelliJ ein Plugin zu installieren für Solidity. Es gibt für Visual Studio Code gibt's Plugins, aber ich lande schlussendlich immer wieder bei Remix, weil sie einfach das beste Tooling haben, meiner Ansicht nach. Wenn ihr etwas Besseres findet, bitte mir Bescheid geben, aber ich verwende jeweils Remix. Und hier erstellen wir jetzt einen neuen NFT, das wird der Ost-NFT sein. Den können wir hier mal Ostpunk und hier können wir das Ostpunk kurz OP. Das kann man bereits auch schon kompilieren. Hier können wir noch die Version auswählen. Ich gehe dann jeweils auf die neueste. Es kompiliert ohne Fehler. Und hier kann man es dann deployen. Und hier auch wieder, also wenn man am Entwickeln ist, kann man hier oben seine Umgebung aussuchen, wo der Contract laufen soll. Wenn man nichts auswählt, respektive der Default hier ist die Remix-VM, das heißt, der Contract wird im Browser ausgeführt, man kann damit rumspielen, man muss jetzt nicht 14 Sekunden warten, bis da ein Block bestätigt ist. Das heißt, das funktioniert instant, das können wir sehen. Hier ist der Contract bereits deployed. Die orangen Funktionen, das sind die Funktionen, die dann auch etwas kosten. Das heißt, die den State ändern und das sind Read-Only-Funktionen. Was ich natürlich noch nicht habe, ist, ich kann bei diesem Contract noch nicht minten. Es gibt bei Open Zeppelin hier zum Beispiel diese Funktion Award Item, wo man minten kann, respektive wir können es auch kurz selber machen, geht wahrscheinlich schneller. Das ist Function Mint und zwar brauche ich sicher den 256 Token ID. Das Ganze ist public und wir geben mal nichts zurück und wir rufen underscore mint auf. Die Funktion wird von Open Zeppelin vorgegeben. Es gibt spezielle Variablen wie zum Beispiel msg.sender, die sagt aus, dass es diejenige Adresse ist, welcher den Contract welcher die Funktion aufgerufen hat. Das heißt, derjenige, der diese Funktion aufruft, der
dem Wind auch dieser NFT gemintet und hier können wir dann die Token-ID übergeben. Das können wir jetzt wieder löschen, wir kompilieren es nochmals neu und jetzt können wir wieder deployen und jetzt können wir auch noch minten mit der ID 15. Da habe ich jetzt ein NFT gemintet und zwar von der Adresse 5B3. Das heißt, wenn ich nachschaue, wie viele NFTs hat diese Adresse 5B3, dann sieht man die Antwort 1. Das heißt, ich habe einen NFT und hier kann man noch nachfragen, hey, wer ist der Owner vom NFT zum Beispiel 10? Den gibt es nicht. Deswegen gibt es den Revert und ich habe den Token mit der ID 15 gemintet und hier sehe ich dann, dass der Owner diese Adresse hat. Das heißt, da haben wir jetzt einen Contract gebaut, implementiert, deployed, aber nur deployed innerhalb vom Browser. Was man natürlich auch noch machen kann, ich habe gesagt, Solidity hat objektorientierte Eigenschaften. Das heißt, ich kann jetzt hier noch nachschauen gehen. Also vielleicht noch vorneweg, ich habe hier oben im Konstruktor einen Namen und ein Symbol gegeben. Den Namen kann man hier abrufen und der Name ist Ostpunk. Was ich jetzt machen möchte, wenn ich zum Beispiel diese Funktionalität anders haben möchte, dann kann ich in die Referenzimplementation gehen von OpenZeppelin. Die haben hier diese Funktion, zum Beispiel Name, die kann ich dann kopieren und bei mir quasi überschreiben und dann zurückgehen und sagen, das ist kein Ostpunk, sondern ein Punk-Ost. Das nochmals kompilieren. Ups. Compile. Und ich kann es jetzt nochmals deployen und wenn ich auf Name klicke, dann kommt mir gerade das Umgekehrte und zwar kommt jetzt Punk Ost. Das heißt da, das ist eben diese Funktion, diese Methode, die ich überschrieben habe. Das heißt, wenn man etwas anderes haben möchte als diese Referenzimplementation, kann man das natürlich machen. Man kann die Funktionalität erweitern, selber schreiben und hier seine eigene Funktionalität reinbringen. Gut, wenn wir das nun deployen möchten, dann brauchen wir eben diesen Gateway, MetaMask. MetaMask, das ist ein Browser-Plugin. Das kann man sich für Chrome, für Firefox, kann man sich das herunterladen. Und wie gesagt, damit kann man, das verwaltet Schlüssel, das ist ein Plugin und gleichzeitig kann es dann auch noch, kann man per Browser, per JavaScript über MetaMask kann man dann zur Ethereum Blockchain connecten. Das sieht so aus. Ich habe hier auf Mainnet noch ein paar ganz wenige Funds. Ich wechsle wieder auf das Testnetzwerk und zwar gehe ich auf das Sepolia Testnetzwerk. Da habe ich ein bisschen mehr Funds drauf und damit kann man im Testnetzwerk kann man mit der Blockchain dann interagieren. Wenn man das neu einrichtet, hat man dann noch keine Test-Ethers. Die kann man sich aber besorgen. Und zwar gibt es einen sogenannten Proof-of-Work-Faucet. Das heißt, hier kann ich meine Adresse eingeben, sagen, I'm human, please click each image containing something you can eat. Gut, und jetzt kann ich anfangen zu minen. Meine CPU ist jetzt ausgelastet. Ich habe eigentlich nur 24 Cores, gehe ich auf 23.
Und das kann man jetzt eine Stunde laufen lassen. Ich sehe schon, die Videoqualität nimmt entsprechend ab, weil ich keine Rechenkapazität mehr zur Verfügung habe. Ich reduziere es doch vielleicht auf 10. Ja, das sieht besser aus. Ich lasse das mal laufen. Und nach einer gewissen Zeit kann ich dann diese Ethers überweisen oder überweisen lassen. Ich habe hier die Adresse eingegeben und wenn die das Wasser zieht, ich habe genügend Number Crunching gemacht, dann werden wir dann diese Tokens überwiesen. Wenn ihr auf Ethereum entwickelt und ihr das braucht, wie gesagt, ich habe ein paar, schickt mir eure Adresse und ich kann euch dann ein paar Ethers überweisen. Gut, und jetzt deployen wir auf dem auf dem Testnet. Und zwar haben wir diesen Smart Contract, den habe ich bereits kompiliert. Und ich möchte jetzt sagen, ich möchte das nicht mehr im Browser haben, sondern ich möchte das jetzt auf der Blockchain haben. Dann gehe ich über den Injected Provider, das ist eben bei mir MetaMask. Und da kann ich jetzt das Deployment starten. Dann poppt bei mir MetaMask auf und sagt, hey, möchtest du so viel Ethers bezahlen? Weil das kostet ja. Kann ich sagen, confirm. Der Contract ist deployed. Und ich kann hier den Contract auf Etherscan. Das ist ein Block Explorer. Und dort kann ich dann nachsehen, welche Transaktionen getätigt worden sind. Eben wenn man auf die Blockchain geht, das geht zwischen 10, 12, 15 Sekunden, bis eine Transaktion tatsächlich im Block ist. Jetzt ist sie im Block und das ist der Contract, der erstellt worden ist. Den kann man sich jetzt auch ansehen. So sieht er aus. Aus Sicht Opcode sieht er wie folgt aus. Auf das werde ich noch kommen, was es ist. Hier kurz vorweg, ihr habt Solidity Code gesehen. Der wird jetzt ähnlich wie bei Java, wird der in Opcodes kompiliert. Diese Opcodes sieht man hier. Und diese Opcodes können dann auf der EVM, Ethereum Virtual Machine, ausgeführt werden. Das ist analog wie Bytecode auf der JVM, auf der Java Virtual Machine. Plus halt, da hat es noch Blockchain-spezifische Sachen drin. Was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt ebenfalls hier einen NFT minten auf dem Testnetz. Zum Beispiel, ich erstelle mir ein NFT mit der ID 77. Das kann ich machen. Da kommt wieder MetaMask, fragt, okay, Network is busy, Gas prices are high, gut, confirm. Wichtig ist, dass man auf dem Mainnet ist, sonst wird es teuer. Und hier sieht man auch, dass ich am Minten bin. Da kann ich auch wieder auf Etherscan gehen, zum Schauen, was mit meiner Transaktion gerade passiert. Die ist im Mempool. Dazu werde ich auch noch später sagen, was es ist. Und wartet, bis sie dann in einen Block aufgenommen wird. Jetzt ist es confirmed und da sehe ich auch schon, der Token wurde transferiert. Es ist ein Punk Ost, das ist diesen Change, den ich gemacht habe. Und zwar wurde der meiner Adresse überwiesen. Jetzt kann ich mal auf meine Adresse gehen. Und hier kann ich dann sehen, bei den NFT-Transfers, dass ich hier einen Punk Ost Nummer 77 erhalten habe. Ein Aspekt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist, jetzt kann jeder einen NFT erstellen. Das ist natürlich nicht optimal und was man hier machen kann, ist, man kann wieder zu Open Zeppelin gehen. Die haben zum Beispiel eine Implementation zu Ownable. Es gibt auch noch Modifiers, dazu später auch noch mehr. Ich importiere das mal.
extende es noch. Das ist wie in Java Extends, das ist ownable. Kann man mit Komma erweitern. Und was das was für Funktionalität wir noch hinzubekommen ist, wir können nun only owner diesen Modifier verwenden und den können wir zum Beispiel beim Mint verwenden, hier only owner. Wir können das noch einmal kompilieren und nochmals deployen, jetzt wieder auf dem im Browser. Das heißt, minten kann nur derjenige, der den Contract erstellt hat. Das heißt, den Contract, der hat, ist von diesem Account erstellt worden, 5B3. 5B3 kann minten, das heißt, ich kann jetzt hier den NFT Nummer 12 minten, das funktioniert. Wenn ich jetzt einen anderen Account nehme und sagen wir 11 minten möchte, dann wird es nicht mehr funktionieren, weil eben dieses Only Owner greift und das überprüft dann eigentlich nichts anderes als ist das derjenige, der dieses, diese Funktion Mint aufruft, ist das der gleiche, der diesen Contract erstellt hat. Das könnte man theoretisch auch selber machen, das ist eigentlich relativ einfach und zwar hat man hier im Konstruktor, hier hat man noch eine Address Owner, den man hier abspeichern kann, Owner gleich message.sender und hier kann man zum Beispiel jetzt, anstatt dass man das hat, macht man einen Assert und zwar msg.sender gleich Owner. Das muss erfüllt sein, sonst not owner, jetzt habe ich es noch falsch geschrieben, owner, require, ist nicht assert, ist require, sorry, das habe ich kurz verwechselt. Assert verwendet man in Situationen, wo man zum Beispiel ganz sicher sein muss, dass etwas true ist. Bei require ist es so, dass der User Fehler machen kann das assert, das nimmt dann das komplette Gas weg, weil dort etwas schief gelaufen ist und das require, das bricht dann ab und nur verbraucht das Gas nur bis dorthin, wo es auch gerechnet hat und der Rest vom Gas wird dann wieder zurückgegeben. Wie das Konzept mit dem Gas funktioniert, dazu werden wir auch noch das in der Vorlesung uns ansehen. Gut, jetzt können wir das nochmal deployen und das wird den gleichen Effekt haben. Ich habe hier wieder mein Mint, den kann ich jetzt minten. Ich bin die Adresse AB, ich gehe auf die Adresse 4B, ich minte 34, das wird nicht funktionieren und es kommt die Fehlermeldung irgendwo not owner. Execution failed. Wenn man dann noch die Fehlermeldung auslesen würde, dann würde man das sehen, dass man eben hier in dieses Require reingelaufen ist. Kann man selber machen, aber ich empfehle jeweils diese Funktionalität von OpenZeppelin zu nehmen, weil die sind sicher alle getestet und die funktionieren einwandfrei. Gut, das wär's von diesem Crashkurs. Also beim ZKB-Talk gab es vor mir jeweils noch Referenten, nach mir kamen noch Referenten. Das heißt, es wurde eigentlich auch noch mehr erklärt, was eine Blockchain ist, wie es funktioniert. Ich bin mir bewusst, dass das jetzt ein wirklich ein harter Crashkurs ist, ein kalter Einstieg in die Blockchain-Welt. Aber ich hoffe, es hilft euch, dass ihr mal so einen Blick oder eine Ahnung haben könnt, was so eine Blockchain oder ein Smart Contract alles machen kann und dass ihr so besser entscheiden könnt, wie euer Challenge Task, in welche Richtung euer Challenge Task dann gehen sollte.